Hallo Freunde, der Kameramann ist vorbeigekommen und möchte jetzt Videos drehen. Wir werden gespannt sein, wie viele Monate es dauern wird, zwei Videos hochzuladen, unter WLAN-Bedingungen, sage ich bloß. Ich wollte uns mal so zeigen, wenn ihr mal so ein bisschen am Basteln seid, für Haus, Hof, Grundstück oder auch zu Hause. Ohne Tasche kannst du eigentlich auch im Garten ständig am Mann tragen, ist nie verkehrt, so ein Messer. Dumm ist denn bloß, oh, noch dreckig vom letzten Arbeitseinsatz, die Klingen dafür. Wo lässt man die? Da habe ich mir dann überlegt, die müssten ja mehr am Mann sein, wäre besser. Habe hier hinten nochmal eine Tasche aufgenäht, um hier diese Klingen zu deponieren. Weil selbst wenn ihr, sage ich jetzt mal, das zu Hause habt, die Klingen liegen irgendwo, das Messer liegt irgendwo. Und da habe ich die jetzt hier hinten drin deponiert, in dieser Plasterbox hier. Und dann hat man die am Mann und kann auch mal schnell unterwegs die Dinger tauschen. Ansonsten habt ihr vielleicht ein Messer mit abgebrochener Klinge, wie hier. Wo sind jetzt nochmal die Klingen? Habe ich mir so überlegt, ist vielleicht gar nicht verkehrt. Könnten die Hersteller eigentlich auch mal alleine drauf kommen. Aber dann wäre das gesamte Produkt 0,2 Cent teurer. Gut, haben wir erklärt, haben wir gemacht. Requisite. Wie sieht der Tisch aus? Mann, Mann, Mann. Wir sitzen ja übrigens bei gefühlten 40 Grad in der Sonne, man sieht's. Aber ich habe wirklich ein Glas was zu trinken bekommen vom Kameramann. Bei der Wärme ist so ein kaltes Teechen genau das Richtige. Prost. Ist gar nicht so verkehrt, wa? Wir machen ja aber keine Werbung. Habe ich auch mal genäht. Schaut mal in die alten Videos rein, wer sowas nachbasteln möchte. Es ist alles keine Kunst, wenn man einmal gesehen hat, wie. Das Messer ist wenigstens scharf. So, was habe ich mir gekauft? Ihr wisst ja, Stromknappheit überall. Ich habe es nochmal mit einer Powerbank probiert. 10.000 mAh, ist das nur viel oder wenig? Ach, weißt du, musst du auch mal was sagen, Kameramann. Wenn ich hier in 5 Jahren in Rente gehe, musst du den Kanal weiterführen. Und dann werde ich die Kamera schön bedienen und nebenbei das YouTube-Money zählen. Ja, also ist es. Das Ding hat hier gekostet. Netto, beim Netto war es gewesen, die wollten dafür irgendwie 9 Euro noch was haben oder so. Ich weiß jetzt nicht, ob das gut oder schlecht ist. Also die letzte, die ich geholt habe, die ist zwar sehr flach, aber das Handy damit vollladen? Ich weiß nicht. So, lassen wir uns mal hier von dem überraschen. Was steht drauf? Portables, schlankes Design, also mobile Powerbanks sind glaube ich immer Portable. Lithium-Polymer Super Akku mit 10.000 mAh, keine Ahnung, was viel oder wenig ist. Zweimal USB-Ausgang, laden gleichzeitig zwei Geräte. Also ich bin froh, wenn so eine Powerbank ein Gerät voll schafft. So, Eingangsstrom 2 Ampere, das soll wohl nur besonders gut sein hier zum schnellen Aufladen. Spart bis zu 50% ihrer Zeit gegenüber einem 1 Ampere Eingang. Na ganz toll. LED-Anzeige zeigt den Lade- und Entladestand an. Blaue LEDs müssen sein, dann kauft jeder. So, Überladung, Überentladung, alles ist geschützt, da freuen wir uns. Es wird also nicht explodieren und abbrennen. Schade eigentlich, das wäre auch mal schön zu zeigen. Ne? Kompatibel für iPhone, iPad habe ich alles nicht. GPS-Gerät, Kameras und was du nicht noch alles zu Hause hast. Und kleinen Micro-USB, irgendwas, Adapterkabel. Aha, hier. Das kann also diese C-Dose und Micro-USB. Kennt ihr alles schon. Zack. Kann beides. Das ist immer gut, weil bei den anderen Powerbanks musst du aufladen mit Mikro und Handy laden mit dem anderen. Ist auch nervig. Nun ist alles dabei. Das ist schön. Freuen wir uns. Wir haben wieder Müll produziert und wie viel Quadratkilometer Umwelt für das Erdöl rettungslos vernichtet wurden. Das Ding ist ziemlich schwer und voluminös, muss ich mal so ganz ehrlich sagen. Da freue ich mich doch. Hier ist USB-C, hier ist an und aus. Verschenkt uns ja der Hersteller ein bisschen Strom. Wo leuchtet hier was? Wir haben 2 Punkte.
2 Punkte gratis. 2 von 4, das ist doch schön. Da freuen wir uns. Das Ding ist wirklich schwerer und macht einen wertigen Eindruck. Es ist nicht ganz so billig Plastik hier. Da ist was mit Anti-Rutsch-Grip. Keine Ahnung. Also es sieht optisch jetzt aber gar nicht mal so verkehrt aus. Es wird sofort dieser hässliche Aufkleber entfernt. Mit dem CE-Zeichen aus China. So. Da gab es doch mal den Witz, da haben sie bei manchen Produkten dieses CE-Zeichen kopiert, haben es aber falsch rum gedruckt. Zack, so. Wieder Müll, reichlich. Ich meine, man könnte so eine Pappdose auch so eng konstruieren, dass das nicht drinnen hin und her schlabbert. Man kann sich das Plastikinnenleben sparen. So hätten sie es früher gemacht. Furchtbar, furchtbar, furchtbar. Oh, eine Anleitung, guck mal hier. Oh, es gab mal 3 verschiedene Farben dafür. Wahrscheinlich von Chrom bis Schwarz. Und noch irgendwas. Man kann es nicht lesen, es ist zu klein gedruckt. Naja, also die fetten USB, da wird man ja wohl wissen, was man damit macht. Und zum Aufladen, das erklärt sich irgendwie selber. Ein Ein- und Ausschalter gibt es. Ich meine, was muss man dafür noch wissen? Hau ab! Wespen gibt es viele dieses Jahr. Ich habe selber ein Nest hier bei mir. So, bestimmungsgemäße Verwendung. Wäre immer interessant, was nicht bestimmungsgemäß ist und ob sich dann das Ding dann in Explosionen auflöst. Das wäre doch mal schön, ob man daraus vielleicht so eine Art ferngesteuerten, wie möchte ich es jetzt nennen, Sprengsatz basteln kann, der einen nicht löschbaren Brand auslöst. So, aha, alles ist eingetragen, alles sind Warnzeichen. Mei. Lieferumfang, eine Powerbank, ja, die haben wir gefunden im Karton. Hochinteressant. Gesamtmaximale Leistung 12,0 Watt. Jetzt im Ernst? Das klingt ziemlich viel. Betriebstemperatur bis 45 Grad, kannst du es dann, naja, die Hochsommer nähern sich ja dem auch an. Schön. Leute, das sagt sehr viel über unseren Bildungsstand aus in Deutschland. Wenn ein voller Akku 100% hat und man hat dann nochmal 4 LEDs, die jeweils den Prozenten entsprechen, brauchen jetzt wirklich manche noch eine Übersetzung dafür. Ein Punkt ist 25%. Oh, wie sollte man darauf bloß kommen? Das ist irgendwie traurig. Also, das ist echt traurig. Na gut, lassen wir uns nicht drüber aus. Ich meine, wer so dumm ist, kann wahrscheinlich die Bedienungsanleitung sowieso nicht lesen, weil er auch nicht lesen kann. Fehlerbehebung, Problem, Ursache, Lösung. Die Powerbank wird nicht geladen, was könnte das sein? Eventuell ist die Verbindung fehlerhaft. Reparatur. Stecker rein, Stecker raus. Reparatur. So, ein angeschlossenes Gerät wird nicht geladen. Was kann das sein? Fangfrage, der Akku ist leer. Ey Leute, wer denkt sich das aus? Keine Verbindung zum Gerät. Da hat man eben schon mal. Die Stromaufnahme der angeschlossenen Geräte könnte zu niedrig sein. Also wenn das Gerät nicht geladen wird und das, die Stromaufnahme ist zu gering, dann ist einfach bloß das Ding kaputt. Also, weiß ich nicht. Das Ding würde wahrscheinlich eher nicht funktionieren, wenn die Stromaufnahme des angeschlossenen Gerätes zu hoch ist. Also ein Fernseher wird man damit nicht betreiben können, das meine ich damit. Die Powerbank reagiert nicht auf Tastendruck. Oder wenn ein Gerät angeschlossen wird, obwohl der Akku geladen ist. Siehst du, Stromaufnahme des angeschlossenen Gerätes ist zu hoch. Dadurch wird die interne Überstromsicherung ausgelöst. Also ich denke mal doch, das Ding ist vom Raumschiff Enterprise entwendet worden. So. Ja, trocken, staubfrei lagern. Das ist ja alles wie immer. Genau, und das ist übrigens ganz wichtig, Freunde. Wenn ihr euch so ein Ding hinlegt, beachtet, dass ihr das eben am Quartal laden müsst. Ansonsten könnt ihr nach ein paar Jahren das Ding weghauen. Oder bei irgendeiner Notlage wird das Ding natürlich leer sein, ist klar.
Also für die Akkus, alles was mit Akku ist, muss irgendwann auch mal geladen werden. Da solltet ihr euch dann so mal so einen Turnus überlegen. Wenn ihr in Notzeiten dann mal eure Handys laden wollt und ihr besitzt 15 von diesen Teilen, dann sollten die auch alle voll sein. Na ja, gut, okay, mehr ist hier nicht. Alles andere ist auf Ausländisch. Boah. Mei. Freunde, was gibt es dazu noch zu sagen? Nichts. Aber ich glaube, das ist schon mal ein kleiner Fortschritt, weil dieses Dingens ist voluminöser und schwerer wie meine andere. Und alleine deswegen wird sie wahrscheinlich auch ein bisschen wertiger sein. Aber ich glaube, für den Preis hat man hier auch nichts verkehrt gemacht. Und so ein Ding braucht man einfach mal zwischendurch. So, jetzt haben wir euch alle zugelabert. Der Kameramann hat fleißig gefilmt. Tschüss, Freunde.